Tut mir leid, dass ich das mal so mal sagen muss, aber ist einfach mal so. Eigentlich habe ich mal wirklich mal überlegt, ich habe jetzt hier neues Internet und neuen PC und habe mir gedacht, Mensch, mein Gott, man kann sich ja das Spiel vielleicht doch noch holen. So Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich hier bei mir, Kameraden. Na, wie geht's euch so? Gut, na ist ja wunderbar. Hört nämlich immer gerne. Und von daher seht ihr jetzt hier mal so diesen Trailer. Ja, ich habe mir den bestimmt jetzt schon mal 2-3 Mal angeguckt. Ich muss dazu sagen. Oh Gott. Weiß nicht, aber irgendwie ist mir da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie alles im Halse stecken geblieben. Leute, jetzt mal ohne Spinne. Findet ihr den gut, den Trailer? Und das, was ich hier so sehe, ja, diese Drumgehopse, diese Drumgedödel, dieses unsichtbare Zeug, das Rumgejumpe. Man kann ja so, ja, von einer Seite zur anderen jumpen, hier, ja, dieses, hallo Leute, was ist das denn? Was bitte soll das? Ist das ein Call of Duty? Fragezeichen? Diese Frage, die stelle ich euch eigentlich mal auch mal ein bisschen so mit Absicht. Denn ich glaube, viele Leute, viele COD-Fans, Veteranen, wie ich einer bin, wird sich wirklich denken, was ist denn aus dieser Reihe COD eigentlich so geworden? Ja, wenn man sich das hier so mal anguckt, hier die Grafik, mag ja gut und schön sein. Das ist hier eigentlich wesentlich. Was ist das hier für ein Spiel? Was wird das für ein Spiel? Ist das eine Mischung? Also für mich, ich sag mal so, wie es ist. Für mich ist es hier eine totale Mischung zwischen Titanfall, was eigentlich von den ganzen Elementen, die hier zu sehen sind, übertroffen wird. Ja? Ich habe damals schon mal gesagt, man nehme den Titel, wandle den um in Titanfall 2 und hätte halt einen zweiten Titanfall-Teil. Ja? Das ist einfach mal so und werdet hier nicht so erkennen. Ja, ich weiß es auch nicht, Leute. Denn ihr müsst echt mal eure Ohren aufmachen, um halt zu sehen, was passiert mit dieser COD-Reihe. Irgendwas scheint da, sag ich mal, wirklich nicht zu stimmen. Ja? Man versucht Jahr für Jahr immer irgendwie wieder was Neues an den Mann zu bringen und im Endeffekt läuft das total schief. Es läuft nicht nur seit Ghost schief, es läuft schon 3-4 Jahre schief. Ja, nun, ich meine, MW3, okay, ging eigentlich noch so. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit diesem kommenden Teil, ja, ich weiß jetzt gar nicht hier, außer gut, die Grafik, klar, logisch hat sie sich verändert, aber vom Gameplay her und alles, was ist denn das für ein Dreck? Ja, tut mir leid, dass ich das mal so mal sagen muss, aber ist einfach mal so. Eigentlich habe ich mir wirklich mal überlegt, ich habe jetzt hier neues Internet und einen neuen PC und habe mir gedacht, na Mensch, mein Gott, man kann sich ja das Spiel vielleicht doch noch holen. Aber ey, ich habe mir den Trailer hier jetzt angeschaut, den habe ich gestern auf Call of Duty Serie blabla.de irgendwie gefunden, gesehen, keine Ahnung. Aber ich bin ja so was von enttäuscht, sage ich mal, ja. Also ich sehe ja Trailer, sehe ich ja unwahrscheinlich gerne, muss ich ja wirklich dazu sagen, habe schon viele Trailer gesehen und wenn wirklich ein guter Trailer dabei ist oder so, muss nicht unbedingt was mit Titanfall zu tun haben, sprich Call of Duty. Umgedreht. Muss ja nicht unbedingt was mit Call of Duty zu tun haben. Ich spreche jetzt Titanfall. Ist ja nur eine Jacke wie Hose. Aber wenn ich immer einen guten Trailer sehe oder was, dann poste ich den auch hier auf meinen Channel. Ja, wisst ihr. Oh, dieser Trailer hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich poste ihn trotzdem auf meinen Channel, um euch mal wirklich mal die Augen zu öffnen. Schaut euch das doch mal an, Leute. Seht, was aus Call of Duty geworden ist. Ja? Viele werden dann halt wieder sagen, ja, Micha, oh Gott, du erzählst schon wieder so eine Scheiße und was weiß ich nicht alle. Leute, ist ja euer Recht. Ja, könnt ihr ja gerne so denken. Halt wisst ihr, dass ich hier ab und zu noch ein paar Hase habe. Aber ich verstehe es nicht. Und denn, wenn ich jetzt nochmal so sehe, von diesem Forum, wo ich ja jetzt heute mal oder gestern war, ja, nee, heute habe ich mir ja den Trainer hier angeguckt, wo denn halt denn wieder die Leute wirklich sagen, ah, ich kann es ja kaum erwarten, ach, das wird ja ein geiler Teil und der wird ja wieder so gut, das wird ja der beste Teil von Call of Duty. Wissen Sie, Leute, nichts gegen
euch oder so, aber irgendwann mal ist ja echt mal Schluss mit lustig, wa? Ey, guckt euch doch das hier mal an, das ist ja wieder ein Rumgehopse hier und alle drum und dran. Und die Karten, wenn ich jetzt mal hier so mal hier, die ganzen Karten mir mal so anschaue, ja? Und wenn man halt sich mal Karten von Titanfall angeht, beziehungsweise, also diese eine Karte hier, mit dem Schnee oder so, ja, da erinnert er mich doch total an so ein DLC, was es gegeben hat, zu Black Ops 2. Da gab es halt ein DLC mit dabei, ich glaube, das war das erste sogar, wo es diesen Friedensstifter mit dazu gab, dieses Sturmgewehr. Und da war so eine Karte mit bei, so eine Schneekarte, wo dann auch irgendwie was mit einem Förderband rauskam und wieder hinging oder so. Das müsst ihr euch mal nochmal ankicken hier, ja. Also irgendwie habe ich jetzt irgendwie so diesen Vergleich gesehen, dass es irgendwie so ein bisschen so abgeguckt ist, ja. Nichtsdestotrotz, Leute, ich möchte hier nicht immer hier rummeckern. Der Teil kann ja vielleicht noch was werden. Ich habe hier nämlich auch noch was gesehen. So ein Hardcore-Modus oder so, der sprach mich ja eigentlich auch an. Aber das, was ich jetzt hier schon wieder sehe, mit diesem Fangeball und was weiß ich nicht alles, ja, man müsste, ist ja hier so wie so ein Basketball, der wirft einen Ball. Wohin? Ja, irgendwohin muss der Ball und das war denn. Hallo Leute, wir sind hier nicht bei den Olympischen Spiele. Macht doch mal die Ohren auf, Jungs und Mädchens, Mädels und so weiter. Ja? So Leute, der Trailer ist hier jetzt nun gleich vorbei. Ich hab gedacht eigentlich mal, ich muss euch das mal hier mal ein bisschen so sagen. Wollt euch halt eigentlich nur darüber mal in Kenntnis setzen, macht einfach mal echt mal die Ohren auf oder so, wa? Also ich bin da jetzt noch geteilter Meinung, also ich denke mal, wie gesagt, ich hatte ja vorher gesagt, ich gucke mir den Teil nicht und ich denke mal, ich bleib dabei. Also ciao, bis zum nächsten Mal, euer Micha.